Ich werde diese 8 Abonnenten für die nächsten 24 Stunden in diesem riesigen Gefängnis einsperren. Wenn wir drei Wärter es schaffen, dass keiner von den Insassen in der Zeit ausbricht, bekommt einer von euch beiden 10.000 Euro. Und wie wird das entschieden? Lasst euch überraschen. Falls die Insassen es aber schaffen sollten, auszubrechen, bekommt jeder von ihnen, der den roten Buzzer außerhalb dieser Mauern berührt, 1.000 Euro von den Wärtern. Nummer 4, versucht mal zu fliehen. Wenn eine Person mit dem Schlagstock abgeschlagen wird, muss sie dort stehen bleiben und dann wird sie zurück in die Zelle gebracht. Wir haben alle Fluchtwege versperrt und im gesamten Gebäude Alarmanlagen und Überwachungskameras installiert und sogar einen Wachhund. Aus diesem Gefängnis auszubrechen ist so gut wie unmöglich. Und jetzt alle auf eure Zellen! Sucht euch euren nächsten Zellenpartner aus! Nee, rutscht mal alle ein durch. So einfach können wir es euch doch nicht machen. Dann fangen wir doch mal hier vorne an. Habt ihr einen Favorit? Welche Zelle wollt ihr bekommen? 22 oder 23? Komm, nehmen wir die 23. Oh, ihr dürft den Kreis für die nächste Stunde nicht verlassen. Ich glaube, ihr wisst, wie ein Mr. Beast Video funktioniert. Ja, sagen wir es halt direkt. Viel Spaß. Danke. Kommen wir doch mal zu den nächsten Leuten. Habt ihr einen Wunsch? Welches Zimmer darf es sein? Dann nehmen wir die 3. Herzlich willkommen in eurem neuen Zuhause. Oh, 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 oh. Ja, beste Wahl. Viel Spaß, Leute! Die Frage ist, wenn man ausbricht, gibt es eine Bestrafung und ich weiß nicht, ob wir das hier gerade riskieren wollen. Die wollen jetzt gar nicht mehr ausbrechen. Nummer 3 und Nummer 4, sucht euch meine Zelle aus. Die 4. Die 4? Nummer 4. Ey, wirklich? Eine Switch und zwei Controller. Viel Spaß beim Zocken. Danke. Die wollen auch nicht mehr ausbrechen. Welche Zelle wollt ihr? Die 4. Du bist leider in die 1. Aber ganz ehrlich, die 1 ist auch die beste von allen. Ihr werdet euren Augen gar nicht trauen können. Viel Spaß in der Blackbox. Falls sie ausbrechen sollten, passiert Folgendes. Sehr unangenehm. Stimmt, wir haben gar kein Zeitgefühl. Ja, das ist wahr. Außer das haben wir erst Zeitgefühl. Sonnenlicht, das ist das Einzige. Man muss die Alarmanlage nach rechts oder links schieben, sagst du. Und das müssen wir mit dem Haken irgendwie hinbekommen. Dann können wir eigentlich raus, ohne dass es losgeht und ohne dass sie es bemerken. Das ist fucking smart. Also hier sieht man das, da oben ist die Alarmanlage. Meinst du, wir können den klauen und wegnehmen? Wir wollten euch eigentlich fragen, wie das mit der Switch funktioniert. Wir waren tatsächlich ein bisschen überfordert mit den Controllern. Morten ist nackt! Ja gut, ich glaube, das schreckt die eher. Morten ist doch nicht nackt! Aber vielleicht. Den ist langweilig. Schnecke, komm mal rein. Wer meint, er kann hier die Werte schikanieren, ihr bekommt ein bisschen weniger von eurem Kreis. Noch weniger? Mhm. Ich bin mal gnädig und nehme euch nur ein Viertel. In Mathe nicht sonderlich aufgepasst. Seid ihr zufrieden so? Nein, können wir ein bisschen mehr haben. Hallo? Was soll denn das? Wir wissen, dass ihr einen Schlüssel habt. Einen Schlüssel? Haben wir einen. Wir halten den. Leute, echt? Yes! Es hat keine fucking 10 Minuten gedauert. Ich war 10 Sekunden weg und... Oh nein, ey. Du bist frei! Ein freier Mann! Du bekommst 1.000 Euro auf jeden Fall, die Wärter bekommen 1.000 Euro weniger. Wir müssen dafür sorgen, dass keiner von denen ausbricht. Also wir haben ja Überblick über alle Zellen. Die können eigentlich, wenn wir hier sitzen bleiben und die ganze Zeit gucken, was die gerade machen, können die eigentlich nicht abhauen. Morten, wink mal in die Kamera. Winken, nicht pinkeln. Also du darfst jetzt gerne aufs Klo. Dann verlässt du aber den Kreis. Das heißt, nach dem Essen noch mal eine Stunde zusätzlich. Wie hoch ist die Reinigungsgebühr, wenn ich gegen die Tür pinkel? Doch so hoch. Du musst auch nicht aufs Klo. Wir können dir auch eine Flasche anbieten. Danke. Ja. Viel besser. Also, Glenn, du hast nach etwas zum Spielen gefragt. Viel Spaß. Wenn du es schaffst, den zu lösen, bekommst du 100 Euro von mir. Tschüss. Im Dunkeln. Als ob der den lösen kann. Was gibt's denn? Okay, ich komme mal kurz mal rein. Ich hab was für dich. Was denn? Ich muss mal kurz mit meinen Insassen persönlich sprechen. Merkt ihr das, ja? Oh mein Gott. Danke für den Schokoriegel. Bist du fertig? Nein. Kannst du noch was anderes sehen? Nö. Morgen ich konnte es nicht mehr halten. Wir haben euch eine Flasche gegeben. Ja, die ist schon voll.
Uns geht es langsam auf den Sack. Wir können einen Deal machen. Wir machen jetzt folgenden Deal. Wir kommen jetzt beide in Einzelhaft. Wait, what? Ihr spielt gegeneinander Schnick, Schnack, Schnuck. Der Verlierer kommt in Einzelhaft. Und der andere? Der kommt zu Clan. Nein! Leere Stein Papier. Kein Brunnen. Und mit Superman? Nein. Spock? Nein. Schnick, Schnack, Schnuck. Yes! Jedes Mal. Sabina, du hast mitkommen? Oh nein, es ist dunkel. Ja. Aber du bist momentan noch unser Liebling, Clan. Lass dich nicht von ja. der ja, sie ist umgezogen. Viel Spaß. Ich finde nicht. Ich habe meine Hand um. Aber hier ist alles gut soweit. Ja, das Ding geht nur immer wieder los. Wir machen keinen Stress, das ist gut. Der Tanz. Hier ist der Stau, ich renne. Der Tanz ist vielleicht auch nicht das Beste. Ja, stimmt, das war ein bisschen doof im Stau. Alter, Insassen, nervig. Wir sind uns nicht sicher, ob die Überwachungskameras live sind oder ob die nur aufzeichnen. Guck mal her, die machen gerade was. Was haben die vor? Wir haben den, ne? Hälfte, Hälfte erstmal. Wir versuchen gleich auszubrechen. Wir rennen beide. Ich renne langsamer hinten, damit die mich zur Not fangen und er raus kann. Die warten noch, die rennen gleich los. Clan hat ein Schild in der Hand. Wir müssen denen versuchen, das Schild zu klauen. Wenn wir dem das Schild nicht wecken, können die abhauen. Okay, wir gehen jetzt rein. Wir würden gerne was mitnehmen. Halt an. Du bist abgeknüppelt. Ja, das sind wir mal weg. Ihr habt eine Sache vergessen. Ja? Wir haben Kameras. Es gibt jetzt gleich Essen, Leute. Wir holen euch nacheinander raus, macht keinen Unfug. Hier an die Wand. Hände hinter den Rücken. Ich freue mich jetzt schon richtig auf das Essen. Ich hoffe, es gibt Haferschleim. Respekt. Du hast eine Stunde durchgehalten. Du darfst jetzt aus dem Kreis rauskommen. Es waren noch safe anderthalb Stunden. Ja, wir haben mich drauf geschaut. Hey, ich bin endlich aus dem Kreis raus. Und die haben die Zeit nicht gestoppt, Mann. Alter, das waren locker 120 Minuten. Ich schwör's dir. Und ich muss... Länger? Also ich muss seit Anfang an pissen. No Morty got harmed during this video. Fällt euch auf, dass jemand fehlt? Naja. Ja. Sina hat es geschafft auszubrechen. Wir haben jetzt alle Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Total geil. Wenn ihr Hunger habt, dann benehmt ihr euch jetzt ordentlich. Wir gehen jetzt alle hoch in den Aufenthaltsraum und dann kochen wir gemeinsam was. Ihr geht jetzt nacheinander hier hoch am Gänsemarsch. Macht keinen Mist. Bitte folgen. Ich habe eine Hammer in der Hose und ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Ganz wichtig, Codewörter sind durchgehend schreien. Das bedeutet, die Leute sind bei euch in der Zelle drin und die ersten können raus. Ihr habt eine Switch und ich werde in diesem drecksroten Kreis vergessen! Felix! Dose! Es sind viel zu wenig Kartoffeln für uns alle. Ja, Pech, müsst halt hungern! Gutes Stichwort. Dann bringt mal das Essen für die Insassen. Sieht das nicht lecker aus? Haferschleim. Einmal Haferschleim. Ist dein Ernst? Nee. Ist das dein Ernst? Das ist sehr proteinreich. Ist das kalt? Ja. Wurde das schon mal gegessen? Nein. Das sieht aus wie schon mal verdaut, Alter. Ich finde, das sieht aus wie so Bauschaum. Ihr könnt euch gerne auch noch Nachschlag nehmen. Ja. So viele Sachen mitgehen lassen, aber die Frage ist, was bringt es einem? Ja, Messer, gut. Ja. Anstellen, los. Ein Bett für zwei Leute. Morten, such dir doch mal einen Zellpartner aus. Ich wollen wir in die 23 gehen. 23! Sven und Clan kommen in eine Zelle. Welche wollt ihr haben? Schau doch mal rein. Eine Switch und ein großes Bett für Sabina. Okay, Leute, ich darf heute Nacht. Durchgehend schreien. So, Leute, wir sind jetzt schon lang genug hier drin. Und so langsam drehen wir alle durch. Jetzt gleich setzen wir den Plan um. Wir haben jetzt schon mal vorbereitet. Ich habe einen Wurfgeschoss. Nice. Runterschmeißen, kaputt machen. Die haben das Ding weggenommen. Jetzt können die theoretisch abhauen. Sind bei uns! Jetzt! Achtung! Alle zurück in die Zellen. Glaubt ihr, ihr bekommt heute Nacht Schlaf? Oh, das war close. Ein Glück hatten wir einen Manni da. Sabina, auf dem anderen Plan! Anderen Plan? Jetzt hol mir sie einfach! An dem Punkt war die Challenge wirklich kurz davor zu eskalieren. Seit mittlerweile über 12 Stunden sind die Mitspieler schon eingesperrt, doch sie hatten bis jetzt kaum die Möglichkeit zu entkommen. Damit sie nicht noch komplett den Verstand verlieren, lasse ich mich jetzt bestechen. Ich habe ein Angebot für euch. Ich sorge dafür, dass ihr mit einem Wärter nach oben geht und euch ein kühles Bier holen könnt. Mit einem Wärter. Mit einem Wärter. Kostet euch?
Jede Person, die es schafft zu fliehen, 100 Euro weniger von eurem Budget. Wollt ihr es machen? Ja. Ja, macht ihr? Oh, fuck. Alter, ey. Das ist doch nicht im Ernst. Einer rennt weg, einer rennt weg. Scheiße, hier ist weg. Alter. Nein, scheiße. Fuck. Du hast es geschafft. Du bekommst 900 Euro, weil du einen Tipp bekommen hast. Glückwunsch. Und damit ist jetzt Nachtruhe angesagt. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Ihr dürft jetzt aus den Zellen austreten. Raus aus den Betten, antreten an der Linie. Boah, ihr seid ja richtig frisch, Morten. Ihr seid die Letzten, die übrig sind und wir ziehen das die letzten 4 Stunden, die ihr noch habt, durch. Über Nacht mussten Sabina und Sven die Challenge aus gesundheitlichen Gründen leider abbrechen. Die anderen sind aber seit mittlerweile über 20 Stunden in diesem Gefängnis eingesperrt. Und jetzt gibt's Frühstück. Ey, wenn ich den Haferschleim heute nochmal esse, dann ich weiß nicht, ob mein Magen dann kollabiert. Stehen bleiben! Fertig, Ausgänge! Ey, das gibt's nicht. Ich hab's geschafft. Morten, du hast es geschafft. 1000 Euro für dich, 1000 weniger für die Wärter. Oh mein Gott. Morten ist entkommen. Wir bringen euch jetzt gleich wieder zurück auf die Zellen, aber wir haben mitbekommen, dass einer von euch ein Walkie-Talkie hat. Entweder rückt es raus oder wir durchsuchen euch. Was ist das hier? Einmal aufmachen. Eine Trinkflasche, ich hab Durst. Was ist das Walkie-Talkie? Wurde mir gesagt. Das wurde mir zugespitzelt. Von? Insassen. Insassen? Ja. Das glaube ich nicht. Was ist das hier? Komm mal raus. Und schieß über eben wieder. Wollen wir den runterschaffen? Ja, hier. Felix ist entkommen. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Ich habe ihn das letzte Mal im Dachgeschoss gesehen, aber der ist nach unten gerannt. Wir müssen das gesamte Gebäude durchsuchen. Vorsichtshalber mal an der Mülltonne schauen. Hier jetzt die oberen Stocke nacheinander durchsuchen. Manni, hast du jemanden gesehen? Wen haben wir denn da? Fuck! Moin! Mach jetzt keinen Mist! Wenn es als erstes runterfällt, der gibt 100 Euro von seinem Gewinn ab. Es wird Zeit für ein bisschen Sport und frische Luft für die Insassen. Ich geh einmal an die frische Luft, mach keine Dummheiten. Ich geh mich mal ein bisschen umgucken, ne? Felix! Was denn? Schön bei der Gruppe bleiben. Die Natur so schön. Leg den Ast wieder hin. Wir rennen hier einfach ins Eck, verteilen uns. Die müssen zwei hinterher. Einer ist frei. Alles noch entspannt, die Lage. Felix, komm wieder zurück zur Gruppe. Felix, komm zur Gruppe zurück. Felix! Einfach Phil in Tausgilden suchen. Einfach! Die haben einen Schlagstock, haltet ihr fest! Okay. Sollen wir die zwei wieder in die Zelle bringen und dann nach Lisa suchen? Macht's euch gemütlich. Wir verriegeln jetzt das gesamte Gebäude. Lisa, komm und zeig dich! Voll am Zittern. Eingang 2 ist safe.
Sie hat nur noch 10 Minuten Zeit, um abzuhauen. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch auf Zeit spielen. Ich wollte gerade kurz gehen, aber da kommt wieder jemand. Hey, ich hab den ersten Stock jetzt nicht. Ich durchsuche jetzt alle Zellen im zweiten Block. Ich bin im dritten Stock. Nach wie vor keine Spur von Lisa. Hey, die kannst du nicht in Luftdruck gelöst haben. Ich hab sie. Damit sind die 24 Stunden vorbei und einer von euch beiden bekommt jetzt 7.000 Euro. Wer von beiden, das entscheidet ihr. Ihr kriegt jetzt einen Zettel und dürft jetzt den Namen aufschreiben, wer das Geld bekommt. Boah, nee, oder? Scheiße. Heftig, wirklich. Dieses Projekt war insane teuer und wenn ihr mehr solchen aufwendigen Content sehen wollt, dann sprengt jetzt den Abo-Button. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ein Punkt für Phil. Noch ein Punkt für Phil. Oh nein. Oh nein. Aber immerhin ein Punkt für Max. Phil, damit bekommst du die 7.000 Euro. Wir sehen uns nächste Woche. Ich bin raus. Phil hat sich im Nachhinein dazu entschieden, das Geld mit Max zu teilen. Was soll ich dazu sagen? Ehrenmann.